Isaac, bist du da? Kommen, Isaac! Oh Mist, tut mir leid, Isaac. Der Zeitunterschied. Nein, ich melde mich später. Schon okay, schon okay. Wie geht's dir? Gut. Du hattest recht, Isaac. Die Ishimura ist ein tolles Schiff. Ich bin so froh, an Bord arbeiten zu dürfen. Dann genieß es. Du weißt ja, dass sie nächstes Jahr stillgelegt wird. Isaac, danke. Wofür? Dass du mich hierzu gedrängt hast. Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft. Deinetwegen bin ich dabei geblieben. Vergiss aber nicht, dass ich deshalb auch 6 Monate auf dich verzichte. Offenbar verlassen wir die Reichweite des Relais. Isaac, hörst du mich? Ich melde mich so schnell. Isaac! Sie waren einen Moment lang abwesend, Mr. Clark. Ich glaube, Sie wollten mir gerade von den Albträumen, die Sie haben, von Ihrer toten Freundin erzählen. Wie war doch gleich Ihr Name? Nicole. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich nur noch einmal sehen. Nur einmal noch. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Ja, Nicole Brennan. Sie war medizinischer Offizier an Bord eines Abbauschiffs. Der Ishimura. Die USG Ishimura, ja. Sie war beim Abbaubetrieb auf Aegis 7. Meines Wissens brach kurz nach ihrer Ankunft die Kommunikation ab. Sie gehörten zu einer Reparaturmission, zu der Sie sich freiwillig gemeldet haben, richtig? Was haben Sie an Bord des Schiffes vorgefunden, Isaac? Sie haben etwas gefunden. Was haben Sie auf dem Schiff gefunden, Isaac? Den Marker. Hatten Sie Kontakt mit diesem Marker? Sie haben Dinge gesehen, nicht wahr? Dinge, die Sie nicht sehen wollten. Er sprach zu mir. Was hat er gesagt, Isaac? Was hat er gesagt, Isaac? Isaac! Isaac! Dana, ich habe Isaac Clark gefunden. Wiederhole, ich habe ihn. Tot gemacht, Franco. Sei vorsichtig, er ist schon lange weg. Oh ja. Gut, gut. Langsam, langsam, langsam. Wir holen sie jetzt aus dieser Zwangsjacke raus. Wo bin ich? Okay, ich weiß, dass Sie verwirrt sind. Ich kann Ihnen alles erklären, aber Sie müssen mir vertrauen, okay? Hören Sie zu. Sie sind in verdammt großer Gefahr. Die Anlage von allen Spuren gesäubert werden. Das ist keine Übung. Tightman endet.
Auge sieht schon viel besser aus. Finden Sie nicht auch? Es tut weh. Tut noch weh. Ja, ich trage Sie für eine weitere Sitzung morgen ein. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich bin nicht bereit. Ich schaffe nicht noch eine Sitzung. So, dann gleich morgen früh. Erzählen Sie mir jetzt, was Sie heute gesehen haben. Kommen Sie, Strauss. Ich will Ihnen doch nur helfen. Kommen Sie mal. Entfernt viel. Ich erinnere mich an Sie. Zeitmann, sagt der Herr. Alle Hauptprobanden müssen eliminiert. Eliminiert werden. Einer mehr oder weniger. Hören Sie mir zu, Mann. Na und? Hören Sie mir Was zu! Was macht das schon? Wir können beide hier rauskommen. Holen Sie mich nur aus dieser Zwangsjacke raus. Niemand wird hier lebend rauskommen. Niemand. Tun Sie es nicht. Es gibt keine Flucht vor dem, was ich getan habe. Beruhigen Sie sich, Mann. Beruhigen Sie sich. Ihre Rick ist rot. Sie ist rot. In dem Warnspind sind ein Erste-Hilfe-Paket und eine Taschenlampe. Holen Sie die. Los. Nehmen Sie sie. Ich werde sie nicht mehr brauchen. Isaac, wir werden alle brennen für das, was wir ihnen angetan haben. Clark! Isaac Clark, sind Sie das? Wer sind Sie? Mein Name ist Dana. Ich werde versuchen, Sie zu retten. Warum? Was ist los? Sie haben sich auf Aegis 7 mit einer besonderen Form der Demenz angesteckt, Isaac. Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das über mich? Ihre Demenz ist tödlich. Aber hier kann ich Sie behandeln und Sie wären in Sicherheit. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Weil ich nicht diejenige bin, die auf Sie schießt. Scheiße. Folgen Sie der Route, die ich Ihnen schicke.
Was zum Henker? Nicht, wenn sie meiner Route folgen. Da ist doch was faul. Thank you.
Tun Sie doch etwas! Wo sind denn alle hin? Ist da jemand? Irgendjemand? Bitte kommen Sie und helfen Sie mir! Wo sind denn alle hin? Oh Gott! Ich bin ganz allein hier drin! Was zum Henker machen Sie da? Kann mich jemand hören? Bitte, bitte kommen Sie und helfen Sie mir! Ich kann Sie hören! So helfen Sie mir doch, bitte! Sie! Gott sei Dank! Bitte, helfen Sie mir! Oh Gott, Mann! Helfen Sie mir! Helfen Sie mir endlich, verdammt! Beruhigen Sie sich, ich schneide Sie da raus. Ist das ein Gewebelaser? Ein Plasmakutter? Oh Gott! Oh, Scheiße! Was zum Henker machen Sie da? Hilfe! Ich versuch's ja! Hilfe! Ich bin ja schon dabei! Hier. Die Kreaturen kann man nur aufhalten, wenn man sie zerstückelt. Ich weiß. Ich habe darin Übung. Versuchen Sie einfach zu überleben. Danke. Thank you.